für den Staat steigt die Gefahr von Cyberattacken. Stellen Sie sich mal vor, eine Gruppe wie der Islamic State schafft es, und die könnten das schaffen, über das Netz Zugang zu E-Werken, Wasserwerken, Kraftwerken in Italien, in Deutschland, in Griechenland oder sonst wo in der Europäischen Union zu bekommen. Dann geht ganz schnell das Licht aus. Terroristen nutzen also auch das Netz für ihre Attacken. Darauf müssen sich die Regierungen in Zukunft einstellen. Im Kampf gegen den Klimawandel will die Bundesregierung auch Kohlekraftwerke stilllegen. Das kündigte Umweltministerin Hendricks mit Blick auf die Klimaschutzziele bis 2020 an. Bis dahin soll der Ausstoß von Kohlendioxid im Vergleich zu 1990 um 40% gedrosselt werden. Hendricks ließ offen, wie die Regierung die Abschaltung von Anlagen durchsetzen will, ob mittels einer Entschädigung oder neuer Regeln, etwa für den Schadstoffausstoß. 13 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September hat heute im One World Trade Center